Die Turmuhren des Moskauer Kremls schlagen schon so manch ein Jahrhundert der langen russischen Geschichte den Takt für einen lebhaften Zeiten- und Epochenwechsel. Alle, die es schon vergessen haben, möchte ich daran erinnern, dass die Epochenwechsel im Russland des 20. Jahrhunderts mit verblüffender Regelmäßigkeit erfolgten. Im Jahre 1917 stürzten die Bolschewiki den Zaren und errichteten ein kommunistisches Regime. 1991, nach Gorbatschows Perestroika, stürzte das Volk die Bolschewiki, wählte Jelzin zum Präsidenten und beschritt den Weg in die Demokratie. Aber mit der Freiheit kam auch die Wirtschaftskrise. Und dann begann der Krieg in Tschetschenien, dann fing man an, Jelzin als Zar zu titulieren, dann wurde der Zar krank. Und so begrüßte Russland also das nächste Jahrhundert, sogar das nächste Jahrtausend. Tja, und ich machte meinen Job als Dokumentarfilmer und dokumentierte ausführlich alles, was um mich herum geschah. Und jetzt möchte ich Ihnen meine Zeugenaussagen präsentieren. Dieser Film berichtet von den Ereignissen eines Jahres. Vom 31. Dezember 1999 bis zum 31. Dezember 2000. Hast du dein Geschenk schon angeguckt? Noch nicht. Du bist so geduldig, Vitali. Mädels. Ist das für mich? Ja. Mädels. Das ist aber schön. Seht mal, Mama packt schon ihr Geschenk raus. Ach, meine Güte, guten Morgen. Guten Morgen. Die Geschenke sind da. Los. Und welches ist für wen? Steht alles drauf. Pralinen und Lutscher. Nika, komm her. Zeig uns mal dein zufriedenes Gesicht. Und wie sind die Pralinen? Lecker. Ich liebe Pralinen. Ljowa, hast du kein Geschenk bekommen? Ljowa hat kein Geschenk bekommen. Mit allen Liedtexten. Ja, sag mal, Natalia, geht's bei dir? Die volle Ausstattung. Nika, dreh dich mal um. Du hast jedem etwas gekauft zum Neujahr, aber dir? Komm, gib schon her, Nika. Schau mal, mein Schatz. Hey, zum Todlachen. Wer wird denn nun heute zu uns sprechen, zum Volk? Putin? Heute Nacht? Hör auf, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte mich entspannen. Mama, sei doch bitte still. Was rückst du mir denn immer so auf die Pelle? Du nervst, du deine Kamera weg. Das ist eine Chronik. Du hast uns keine Sekunde in Ruhe gelassen, seit wir diese verflixte Chronik machen. Aber jetzt lass uns endlich in Ruhe. Das ist ja unmenschlich. Warum musst du ständig hinter uns herlaufen?
Da hast du deine Chronik, Vitali. Jetzt reicht es. Das nervt mich. Ich kann nicht mehr. Du verstehst doch, was passiert ist. Ja, aber wozu filmst du mich? Wen soll ich denn sonst filmen? Mir ist zum Heulen. Zum Heulen. Möchtest du, dass ich was Pathetisches in die Kamera sage? Ich bin entsetzt, weil wir jetzt die harte Hand bekommen haben, über die sich das Volk so freut. Wir werden ja sehen, wie sie jetzt die Daumenschrauben anziehen. Es ist furchtbar. Wir werden noch an Jelzin zurückdenken wie an eine Phase des Glücks. Es wird uns utopisch vorkommen, wie wir gelebt haben. Gibst du mir recht? Ja, natürlich. Dieses ständige Filmen, rede lieber mit mir. Ich finde, das ist ein Albtraum. Sie ist so schnell vorbeigehuscht, diese Utopie, wie ein kurzer Augenblick. Was wird jetzt aus uns? Einen Präsidenten wie der, der jetzt kommt, gab es noch nie. Ein stilles, graues Mäuschen. Dem Volk in der Silvesternacht so einen Bären aufzubinden. Oh, was heißt das? Wer wird heute zu uns sprechen? Putin. Da fehlen mir die Worte. Weißt du, mir fehlen einfach die Worte. Die Welt erbebt. Man wird uns wieder fürchten. Президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом! Новым веком, дорогие мои. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Wladimir Putin übernahm aus den Händen des auf eigenen Wunsch zurückgetretenen Boris Jelzin die Führung der Russischen Föderation mit Verfassung, Staatsflagge, Hymne, den zentralen Symbolen des neuen demokratischen Russlands. Sie sollten die sowjetischen Symbole ersetzen, die offenbar für immer der Vergangenheit angehörten, genau wie die Sowjetunion selbst. Nebenbei gesagt ist der Machtwechsel zum Silvestertag, mehr noch zur Feier des Übergangs in ein neues Jahrtausend, eine sehr kluge Entscheidung. Das ganze Land versinkt in hemmungsloser Fröhlichkeit. Ein Zustand, der einer nüchternen Analyse der Ereignisse nicht förderlich ist. Doch gerade in diesen Tagen sollen sich die russischen Bürger an den Gedanken gewöhnen, dass sie jetzt einen neuen Präsidenten haben. Und in eben diesen Tagen habe ich mit der Arbeit an meinem Film begonnen, der ganz pragmatisch der Wahlkampagne Putins dienen sollte. Wladimir Wladimirovich, wenn Sie gestatten, werden wir Sie ein klein wenig herumkommandieren. Geht das in Ordnung? Das geht in Ordnung. Viele dieser Aufnahmen gingen in meinen ersten Film über Putin ein. Die Zuschauer diskutierten damals über so unbedeutende Einzelheiten wie die Uhr an seinem rechten Handgelenk.
über ein Fenster, an das Putin nicht ein einziges Mal trat. Aber heute fällt mir auf, dass Putin schon damals, als noch nicht im Amt bestätigter Präsident, ganz präzise formulierte, wofür die einen ihm infolge danken, die anderen ihn verfluchen. Vor allem müssen Menschen daran glauben, dass das, was wir sagen, aufrichtig ist. Und daraus resultiert, dass wir die Interessen des Landes wahrnehmen. Darin liegt der Schlüssel des Erfolgs. Daran müssen die Menschen glauben. Das ist das Allerwichtigste. Haben Sie das gehört? Er muss das russische Volk davon überzeugen, dass die Interessen des Landes wichtiger sind als die des Einzelnen. Inzwischen war sein Wahlkampf in vollem Gang, obwohl Putin offiziell nie einen geführt hat. Er war einfach permanent auf den Bildschirmen sämtlicher Fernsehkanäle präsent. Vor laufender Fernsehkamera ließ er sich Bericht erstatten von den Gouverneuren, den staatlichen Funktionären, den Arbeiterkollektiven, den Bauarbeitern, den Kindern und Alten, und alle waren froh über ihn, was teilweise die reale Sachlage widerspiegelte. Und die Polittechnologen variierten geschickt sein Image vom Mann mit der harten Hand bis hin zum Mann aus dem Volk. Сейчас закройте глаза буквально секунду, расслабьтесь и очень по-доброму вот на меня посмотрите. Насколько это возможно? Aber die Schlüsselelemente des Wahlkampfes waren der Rückhalt in der Armee und die Bedrohung der Sicherheit Russlands. Deshalb verbrachte Putin den Tag der russischen Armee natürlich in der Heldenstadt Wolgograd, sprach mit den Veteranen der legendären Schlacht bei Stalingrad, und vor den Objektiven sämtlicher russischer Fernsehkanäle ging er übergangslos zu den Helden des neuen, siegreichen Krieges in Tschetschenien. In den 2,5 Monaten seines nicht existierenden Wahlkampfs brachte Putin es fertig, praktisch alle Regionen des Landes zu bereisen. Und natürlich fand er sich, der stellvertretende Präsident und Kandidat für das Amt des Präsidenten, am 8. März, dem Internationalen Frauentag, höchst symbolträchtig in Ivanovo, der Hauptstadt der Frauen Russlands, der Stadt der Weberinnen, ein. Aber nach meinem Empfinden hatte am 8. März 2000, 18 Tage vor der Wahl, niemand im Land noch Zweifel daran, dass wir weder eine Wahl noch Wahlen haben würden. Und am Ende des Wahlkampfs gab der Kandidat das auch ganz unbefangen zu. Was für Werbespots werden Sie zeigen? Und werden Sie an den Fernsehdiskussionen teilnehmen?
Menschen, die praktische Aufgaben erfüllen, sei es nun im Parlament oder in den Exekutivbehörden, müssen ihre Leistungsfähigkeit durch konkrete Handlungen beweisen, nicht durch Werbespots oder sonstige Reklametechniken. Und dazu gehören zweifellos auch diese sogenannten Fernsehdiskussionen. Werbespots umso mehr, das ist alles Reklame. Ich finde, es ist unpassend, während eines Wahlkampfs herauszufinden, was wichtiger ist, Tampax oder Snickers. Deshalb mache ich das auch nicht. Das stimmt. Zu solchen Dingen wie Werbung ließ Putin sich nicht herab. Und zu Fernsehdiskussionen erst recht nicht. Soweit ich mich erinnere, haben alle anderen Kandidaten diskutiert. Was einmal mehr unterstrich, dass Putin auserwählt war. Und offensichtlich war das ein zentraler Trick seiner Wahlkampagne. Mein Team dokumentierte detailliert, wie der Präsident und Kandidat sich zum Wohle des Volkes abrackerte. Zuerst machte ich mit meinen Kollegen einen Film mit dem Titel »Wer ist Herr Putin?« Dazu befragten wir Freunde aus der Kindheit, seine Schulkameraden und Nachbarn. Mich persönlich berührten die Erinnerungen seiner Klassenlehrerin am meisten, weil sie so emotional waren. Gerade sie hatte auf die Entwicklung des Heranwachsenden einen besonderen Einfluss. Deshalb schlug ich Putin vor, seine Lehrerin zu besuchen. Kurz darauf flog er nach St. Petersburg zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister und man teilte uns mit, er werde bei dieser Gelegenheit auch seine Lehrerin besuchen. Der Besuch des britischen Premierministers Tony Blair in der Heimatstadt Wladimir Putins war höchst formell. Er besuchte mit seiner schwangeren Ehefrau die Ermitage und Peterhof, hielt zusammen mit Putin eine Pressekonferenz ab und besuchte eine Premierenvorstellung im Mariinsky-Theater. Für Putins Wahlkampagne war dieser Besuch deswegen so bedeutend, weil der Westen ihm so seine Unterstützung demonstrierte und Putin zu erkennen gab, dass er als neuer Präsident Russlands erwünscht war. Wahrscheinlich war es für Putin das erste Mal, dass er in der Eigenschaft als Oberhaupt des Landes in der Zarenloge erschien. Man kann sich kaum vorstellen, welche Gefühle den Jungen aus der Petersburger Kommunalwohnung bewegten, der so rasant in die Elite der Welt aufgestiegen war. Die Leibwächter bleiben am Hauseingang. Und während des Besuches in seiner Heimatstadt besuchte Putin tatsächlich auch seine Lehrerin. Das hätte man schon vorher machen können. Ach du meine Güte, kommt hier rüber, geht weg da. Wenn sie klingeln, machen sie auf, da kommen die nie drauf. Das wurde die Schlussszene meines Wahlkampffilms, der vom staatlichen Fernsehen kurz vor der Wahl ausgestrahlt wurde. Guten Tag. Guten Tag. Zweifellos ließ diese Szene, die ich mir ausgedacht und die Putin abgesegnet hatte, den Helden in den Augen der russischen Wähler in äußerst positivem Licht erscheinen. Sowieso änderte sie nicht wirklich etwas am Ausgang der Wahl.
Anatoli Borisowitsch ist auch zu Hause. Sonja! Setz dich doch. Wie geht's dir? Siehst du, es ist alles beim Alten. Es hat sich nichts verändert, gar nichts. Nur das Sofa haben wir auf die andere Seite gestellt. Wie sieht's mit Sekt aus, Vera Dmitrievna? Sowas haben wir auch. Na dann, auf unser Wiedersehen. Achtung, fertig, lächeln. Tschüss. Ausgezeichnet, gleich nochmal. Jetzt wollen wir uns beide mal unterhalten. Setzen Sie sich so hin, wie Sie sitzen werden. Ich kann es noch gar nicht fassen. Damals sagten wir immer, der kleine Dürre. Sie sollen nicht mich angucken, nicht in die Kamera schauen, Vera Dmitrievna. Nein, natürlich schaue ich ihn an. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Alles Gute. Ich rufe an. Ich kläre diese Fragen und rufe an. Vergisst du es auch nicht? Nein. Manchmal bist du vergesslich. Weißt du noch, wie ich deinetwegen fast mal den Zug verpasst hätte? Als du versprochen hast, mich abzuholen mit deiner Klapperkiste. Ja, abholen wollte er mich und kommt nicht und ich kann nicht mehr warten, bin schon zu spät dran und er hatte es vergessen. Um Gottes Willen, Entschuldigung. Ich hab dich aufgehalten. Um Gottes Willen, heb das gut auf, dass es nicht weggeworfen wird. Wo denken Sie hin? Ich knabber es zum Wodka. Ein Staat ist wie ein Gemüsegarten. Wenn was Nützliches wachsen soll, muss man das Unkraut ausrupfen. Genauso werden wir es machen. Wir nehmen das als Auftrag des Wählers. So ist richtig. Und vor allem vergiss nicht, dass ich jeden deiner Schritte und jede Geste beobachte. Das wird mich jetzt lähmen. Nein, nein, tu, was du für nötig hältst, aber vergiss es nicht. Alles Gute. Danke. Zeit zu siegen. Zeit zu siegen. Das wurde zum Wahlspruch von Putins Kampagne. Aber für mich persönlich, und ich wage zu behaupten, auch für die große Mehrheit der Russen, hatte Putins Wahlkampf lange vor seiner Ernennung zum kommissarischen Präsidenten begonnen. Der Beginn seines Wahlkampfes lässt sich auf den Tag, auf die Stunde, ja sogar auf die Minute genau bestimmen. Es war der 8. September 1999 um 23.59 Uhr, als in einem Moskauer Schlafbezirk ein Wohnhaus, in das man Säcke voller Hexogen geladen hatte, mitsamt seinen Bewohnern in die Luft gesprengt wurde. 5 Tage später explodierte ein zweites Haus und dann folgten weitere Explosionen überall im Land. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in den Treppenhäusern und in den Straßen der Städte Militärpatrouillen auftauchten. Das Land versank in Angst und die Bürger begannen, nicht ohne tatkräftige Unterstützung der Medien, immer lauter nach der starken Hand zu rufen. Wladimir Putin war 22 Tage vor der ersten Explosion zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Er war der 6. Ministerpräsident der Regierung Jelzin. Deshalb stand er auf der Beliebtheitsskala fast bei Null. Und unabhängig von ihren Verursachern waren es diese Explosionen, die seine Beliebtheitsskala innerhalb von einem halben Jahr auf 50% klettern ließen. Sein Spruch über die Täter, wir ersäufen sie im Lokus, wurde zum neuen Symbol der Zeit. Am Ende des Arbeitstages akzeptierte Putin unseren Vorschlag, an den Ort der ersten Explosion zu fahren.
Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja. Ich möchte eines klarstellen. Bis heute glaube ich nicht, dass Putin persönlich etwas mit den Anschlägen auf die Wohnhäuser zu tun hatte. Als jedoch nach den Hinweisen besorgter Anwohner herauskam, dass Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes versucht hatten, im Keller eines Wohnhauses Säcke mit identischem Hexogen zu deponieren, zu Übungszwecken, wie es später hieß, drängten sich einige ernste Fragen an die Staatsmacht auf. Wladimir Wladimirovich, glauben Sie daran, dass der Zweck die Mittel heiligt? Heiligt der Zweck die Mittel? Wessen Zweck? Was meinen Sie? Deren Zweck. Den Zweck der Terroristen? Ja. Ein Mensch mit klarem Verstand wäre niemals zu einer solchen Tat in der Lage. Ein Haus in die Luft zu sprengen, in dem Menschen wohnen. Vollkommen unschuldige Menschen. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Das geht mir nicht in den Kopf. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist eine unmenschliche Grausamkeit. Uns muss einfach klar sein, dass wir uns zur Wehr setzen müssen. Dagegen kann man sich nur mit Gewalt zur Wehr setzen. Anders können wir weder den Staat noch die Bürger schützen. Недалеко от этого места, всего 20 метрах, стоит школа, где находится избирательный участок. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов. Для многих из них не нужна была никакая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть. Komm schon, Vitali, wir müssen los. Glaubst du wirklich, dass man wählen muss? Ich denke ja. Vielleicht kommt es nicht auf unsere Stimme an, aber wenigstens keine für die Kommunisten. Bewirkt unsere Stimme irgendwas? Schwer zu sagen, Vitali. Aber wir gehen trotzdem. Für uns ist es wichtig, weil wir zum ersten Mal wählen als offiziell angemeldete Personen. Früher waren wir niemand. Also, gehen wir wählen. Machen Sie sich Sorgen? Nein, absolut nicht. Есть информация, что там движение какое-то боевое есть.
Машина, дойдите. Все отдал, да? Nach Putin verlassen auch die Vertreter der Presse das Wahllokal. Nur eine französische Journalistin bleibt zurück. Sie fragt den ehemaligen Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, der mit Tochter und Enkelin erschienen ist, für wen er stimmen wird. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Haben Sie sich schon entschieden? Es gibt Leute, die sagen, er sei ein gefährlicher Mann. Schauen wir mal. Gehst du auch wählen? Gorbatschow zieht es vor, nicht zu antworten. Aber nachdem er seine Stimme abgegeben hatte, gönnte er sich doch das Vergnügen, zusammen mit ehemaligen Mitstreitern ein Glas zu trinken. Ach, ich weiß nicht. Ich möchte niemandem den Platz wegnehmen. Ich möchte nur sagen, dass ich stolz darauf bin, dass ich auf dem Parteitag als Erster aufgestanden bin und gesagt habe, dass der Präsident der UdSSR unverzüglich gewählt werden muss und dass es nur einen Kandidaten geben kann. Das haben wir nicht vergessen. Man hat versucht, mich zu überreden, mich wenigstens für 2 oder 3 Jahre bereit zu erklären. Aber dazu war ich nicht bereit. Sie hätten sich für 15 Jahre bereit erklären sollen, Mikhail Sergejewitsch. Gleich für 15 Jahre auf einmal Präsident. Und wozu? Dann hätte man das Amt ja gar nicht erst schaffen müssen. Dann würde ich heute noch auf meinem Stuhl als Generalsekretär sitzen und mit den Füßen wippen. Dann hätten wir keine Probleme. Eine gewissenlose Position ist das. Wie bei Napoleon. Der war zuerst 4 Jahre dran, dann war er erster Konsul auf Lebenszeit. Und dann auf Lebenszeit ab nach St. Helena. Soll ich hier sitzen? Na klar. Währenddessen erwartete Boris Jelzin im Kreise seiner Familie die ersten Wahlergebnisse. Alles in Ordnung? Ja, ausgezeichnet. Mein Tagesablauf ändert sich natürlich. Er hat sich schon geändert. Schon, weil man nicht mehr den ständigen Druck hat. Ganz Russland auf deinen Schultern. Immerzu. Tag und Nacht drückt und drückt es. Da gibt es irgendwelche Probleme, hier passiert irgendwas, da was anderes. Entscheidungen müssen getroffen werden. Jeden Tag muss man Tausende von Papieren unterschreiben. Tausende. So ein Stapel liegt permanent vor einem. So ein Stapel. Das ist natürlich eine höllische Plackerei. Das ist jetzt vorbei. Jetzt liegt diese Routine bei Wladimir Wladimirowitsch Putin. Jetzt hat er das Amt inne. Ich habe ihm ein 1/2 Jahr Vorsprung gegeben, damit er dann, wenn er gewählt ist, gleich seine Erfahrungen nutzen kann, die er ja dann als kommissarischer Präsident schon gesammelt hat. Das heißt, als Staatsoberhaupt. Das war so wichtig an der Entscheidung, die ich am 31. Dezember 1999 getroffen habe. Und da macht man dir noch Vorwürfe, von wegen Protégé und was weiß ich noch alles. Dieser Mann hat dermaßen anständig gehandelt und bei der Rede an die Nation hat er gesagt, hier, schaut her, damit die Leute ihn sich selber anschauen können, wie er arbeitet und sie sich eine Meinung bilden können.
Also im Grunde war das alles dermaßen demokratisch und ehrlich. Ich habe direkt gestaunt. Seine Beliebtheitskurve stieg von 2 auf 50%. Das wissen Sie ja. Nur wegen seiner Arbeit. Werbung für seinen Wahlkampf hat er absichtlich nicht gemacht. Keine Fernsehspots. Er hat seine Arbeit gemacht. Er reist durch die Region, kümmert sich da um allerlei Probleme. Er fährt nach Ivanovo und kümmert sich um Textilprobleme. Er fährt nach Kuspas und kümmert sich um Bergbauprobleme. Er fährt auf die Kamtschatka nach Sachalin und kümmert sich um die Probleme im Fernen Osten. Ist Ihnen die Entscheidung vom 31. Dezember leicht gefallen? Nein, schwer. Aber seltsamerweise ging es mir danach besser, weil ich mir alles von der Seele geredet habe. Weil ich es den Menschen, der Staatsführung, der Administration des Präsidenten erklärt habe. Dann Wladimir Wladimirovich. Mit ihm habe ich 4-mal gesprochen. Und irgendwie hat er schließlich verstanden, worin die Idee besteht. Nämlich, ihm am 31. Dezember die Regierungsmacht zu übergeben, als kommissarischer Präsident Russlands. Musstest du ihn dazu überreden? Naja, er hat nicht gleich zugestimmt, nicht sofort. Beim ersten Mal haben wir uns einfach kennengelernt. Und beim zweiten Mal... Vanya, komm hierher. Vanya, was hast du denn für rote Apfelbäckchen? Also, wen soll man wählen, Vanyetschka? Das einzige Süßmäulchen in der Familie. Na also, endlich. Er hat ganz laut gesagt, Putin. Aber nur einen. Vanya, wie heißt er? Wen meinst du, Lena? Putin? Er spricht so niedlich. Vanya, wie heißt Putin? Wladimir Wladimirovich. Soll ich solche erst übersetzen oder wie? Möchtest du ein Bonbon? Wir haben noch gar nicht richtig Tee getrunken. Das kommt schon noch. Комментарии экспертов по ходу подсчета голосов из виртуальной студии только на нашем канале. Предварительные итоги голосования. Последними на сегодняшний день данными по выборам президента Российской Федерации. Ich kann mich nicht erinnern, ob die Presse über das Wahlkampfteam des Kandidaten Putin berichtet hat. Dabei hatte sich da die oberste Riege des Landes versammelt. Schauen wir mal, wie es in Moskau steht. Moskau 46-71, unverändert. Verdammt. Morgen kriegen die eins drüber. In Petersburg läuft's gut. Und Grisha hat wie viel? Warte mal. Verdammte Sauerei. Leiter des Teams war der zu diesem Zeitpunkt noch wenig bekannte Dmitri Medvedev, Putins Untergebener aus Petersburger Zeit. Schluss, Schluss. Hallo? Hallo, verflixt nochmal, sprechen Sie doch. Euer Fahrstuhl ist außer Betrieb. In Magadan, die Koryaken, da haben alle Hirsche mitgewählt.
De facto wurde der Wahlkampf von erfahrenen Polittechnokraten geführt, die sich auf ihre jeweiligen Verwaltungen stützen konnten. Unter ihnen gab es ehemalige und zukünftige Bundesminister, Stabschefs des Präsidenten, Chefs der staatlichen Medien und soziologischen Dienste. Wo steht die öffentliche Meinung? Sascha, gib mal eine Prognose ab. 51. 49,07. Mann, Mann, Mann. Was soll das? Deine Daten? Das ist Anatoli Tschubais, Co-Präsident der Vereinigung der rechten Kräfte. Tatsächlich waren die rechten Demokraten die einzige parlamentarische Nichtregierungspartei, die Putin bei der Wahl unterstützte. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Вечер. Михаил Сергеевич, вопрос к вам такой, как вы провели сегодняшний день? Скажите, пожалуйста. Ну, сегодняшний день он был такой. Ребят, стоп, камера. Diese Begegnung mit Gorbatschow war für Jelzin unerwartet. Es war möglicherweise die erste seit 1991. Jelzin hatte den Präsidenten der UdSSR praktisch entmachtet. Und er wusste genau, was in Russland mit entmachteten Staatsoberhäuptern geschieht. Während all der Jahre von Jelzins Präsidentschaft war der Ex-Präsident Gorbatschow von den Fernsehbildschirmen verschwunden. Vielleicht hat Jelzin auch deshalb so früh über seinen Nachfolger nachgedacht. Wie lange wollen wir uns das eigentlich noch anhören? Mama, gleich bringen Sie die Wahlergebnisse. Die Ergebnisse gibt's erst um 9. Setz dich doch mal hin, Mama, jetzt bringen Sie die Ergebnisse. Gleb? Ja? Arbeiten deine Leute hier? Und Xenias? Was? Vielleicht geht Wladimir Wladimirovich einfach so herum. Hallo Gleb? Wie viele haben denn schon gewählt? 60%. Moskau hängt stark durch. Was ist? Können wir Champagner trinken? In ganz, ganz kleinen Schlückchen? Na gut, Gleb. Fangen wir mit kleinen Schlückchen an. Danke, danke. Tschüss dann. Ich sag Jena Bescheid. Er soll den Champagner bereithalten. In den letzten Jahren der Präsidentschaft Boris Jelzins, als sein Gesundheitszustand schon ziemlich kritisch war, verfestigte sich in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Familie. Der Familie schrieb man die Führung des Landes zu. Und Tatjana schien dabei eine nicht geringe Rolle zu spielen. Tanja, können Sie ohne die Politik überhaupt leben? Ich? Natürlich kann ich das. Locker. Sie können sich gar nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Doch, ganz ehrlich, natürlich geht mir das alles sehr nahe. Na gut, das war's. Владимир Путин 51,2%. Геннадий Зюганов 28,4%. Мы видим, что данные по Зюганову чуть-чуть расходятся, как и данные по Путину. Папа, freust du dich? Das ist mein Prozent. Das ist dein Prozent. Und jetzt können wir anfangen, den Champagner in kleinen Schlückchen zu trinken. Gieß ein Glas Champagner. Na, mach schon. Gleich. Ohne Tatjanas Beteiligung, das ist offensichtlich, hätte die ganze Geschichte mit dem Nachfolger gar nicht gestartet werden können. In kleinen, ganz kleinen Schlückchen und nur ein bisschen. Sind Sie zu viert? Nein, wir sind viele. Sehr viele. Vitali, hören Sie auf, mich zu filmen. Oh Gott, ist es wirklich vorbei?
Ist es endlich zu Ende? Ich kann es noch gar nicht glauben. Deshalb war es auch ihr Sieg. Gieß ein. In kleinen Schlückchen. Es ist vorbei, Natascha. Wir haben gewonnen. Ist es vorbei? Wir haben gewonnen, hurra! Tanja, ist es wirklich vorbei? Das haben wir doch gesagt, ganz bestimmt im ersten Durchgang. Wir hätten auf jeden Fall gewonnen, egal ob im ersten oder zweiten Wahlgang. Lena, wir haben gewonnen. Im Stehen und auf Ex. Ich wette darauf, dass es so kommt. Ich habe ja schon mit dir gewettet. Papa, deshalb hast du alles genauso gemacht, wie du es für notwendig gehalten hast. Du hast den Mann aufgestellt, hast dafür gesorgt, dass man ihn sich richtig angucken kann. Und er passt. Die Leute haben ihn angeguckt, er passt ihnen und sie haben ihn gewählt. Einen schlechten hätte er auch nicht aufgestellt. Er hat sich ja auch so viele angeschaut. 20 in 4 Monaten habe ich mir angeguckt. 20 Kandidaten. Würden Sie mir die Liste der Kandidaten verraten? Bei ihm bin ich geblieben. Tja, insgesamt 20 Männer brauchen Sie nicht. Bei ihm bin ich geblieben und habe angefangen, mit ihm zu arbeiten. Papa, die aktuellen Zahlen. 51,2. Auf die Wahl. Papa, Valentin Jumaschew ist dran. Ja, Valentin. Hallo. Ja, hallo. Papa, dieses Modell kennst du noch nicht. Ja. Ja, hallo. Das Modell kenne ich noch nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass das erste Telefonat, das Jelzin nach dem Sieg seines Nachfolgers führte, mit Valentin Jumaschew stattfand. Wie haben wir gewonnen? Sicher? Gratuliere, das ist ja klasse. Ja, danke. Meine Gratulation. Offenbar bedankt sich Jelzin für irgendetwas bei seinem ehemaligen Stabschef. Das war's, Mama. Papa ist endlich frei. Vor allem im ersten Wahlgang. Ich gratuliere dir auch. Vielleicht rufen Sie Wladimir Wladimirowitsch an, hm? Rufen Sie Wladimir Wladimirowitsch an. Warten Sie, ich rufe ihn an. Nein, warte, ich rufe ihn selber an. Das ist toll. Guten Abend. Ich gratuliere Ihnen zu den ersten Wahlergebnissen. Ich möchte Wladimir Wladimirowitsch Putin sprechen. Ich lege auf. Alles wird prima. Gleich rufen wir an. Ich denke, er wird schon zurück sein. Er hat doch gesagt, dass er abends in der Wahlkampfzentrale vorbeikommt. Heute, als er seine Stimme abgegeben hat, sagte er, er würde vorbeikommen. Also werden Sie ihn schon finden. Er hat mit mir 11 Uhr vereinbart. Moskau. 44% haben für Putin gestimmt. Ich habe ja gesagt, dass wir die Moskauer irgendwie einsammeln müssen. Einsammeln. Eine Reise erfasst 1-2%, vielleicht sogar 5% der Moskauer. Mit einem Meeting in einem großen Saal, mit Diskussion und so weiter. Schalte die Werbung ab.
Schalt um aufs zweite, Mischa. Mach doch mal leiser. Ne? Na, schön, in Ordnung. Er ist gerade draußen. Jemand sagt ihm Bescheid, er ruft gleich zurück. Aber es ist doch noch nicht sicher. Doch. Wie sicher? Vollkommen sicher. Wladimir Wladimirovich ist gewählt, er hat gewonnen. Ich verrate an dieser Stelle schon mal, dass Boris Jelzin in unserer Gegenwart keinen Rückruf von Wladimir Putin erhalten hat. Schluss, das war's. Schon anderthalb Stunden. Er ist unterwegs. Und regiert. Vielleicht sagen Sie das nur so, das ist so ein Codewort. In Wirklichkeit ist er in der Sauna oder so. Aber natürlich, er muss sich erst anziehen. Bis Sie ihm Bescheid sagen, bis er sich angezogen hat. Wenigstens muss er sich anziehen, sich wegduschen, sich abduschen. Wir warten nicht mehr länger, das reicht mit dem Film. Verabschiedet euch. Also, schön. Ja, und danke nochmals. Nein, ich danke Ihnen, Boris Nikolajewitsch. Vielen Dank. Auf die freien Wahlen. Auf die Freiheit Russlands. Auf die Freiheit der Informationsmedien. Wenn Putin gewinnt, dann wird die Medienfreiheit auf jeden Fall gesichert sein. Wir wollen es hoffen. Danke, Boris Nikolajewitsch. Daran sind alle sehr interessiert, die sich hier versammelt haben. Ja, wir garantieren die Freiheit der Medien, das ist richtig. Eigentlich weiß noch niemand richtig zu schätzen, dass im Prinzip im Lande Freiheit herrscht. Aber doch, gerade das schätzen wir. Danke. Viel Glück, auf Wiedersehen. Gegen Mitternacht kamen in Putins Wahlkampfzentrale alle Schlüsselpersonen seines Wahlkampfteams zusammen. Ich halte es für wichtig, sie ihnen vorzustellen. Michail Lesin, Russlands Presseminister und gleichzeitig Besitzer der größten Werbeagentur des Landes. Seinem Ministerium waren direkt oder indirekt alle russischen Fernsehsender unterstellt. Chleb Pavlovsky, ein ehemaliger sowjetischer Dissident, in den 2000er Jahren wichtigster politischer Berater des Kreml. Im 12. Jahr der Regierung Putins ging er in die politische Opposition. Ksenia Ponomajova, ehemalige Leiterin des ersten Kanals des russischen Fernsehens, stellvertretende Leiterin des Wahlkampfteams. Sie ging kurz nach der Wahl Putins in die Opposition und starb 2016 im Alter von 54 Jahren. Michail Kasyanov. Er war während Putins erster Amtszeit Ministerpräsident. Später ging er in die Opposition, wurde verfolgt und öffentlich gedemütigt, nachdem man im Fernsehen sein mit versteckter Kamera aufgenommenes Intimleben gezeigt hatte. Wladislav Surkov. Er hatte zwischen 2000 und 2013 hohe Ämter inne. Er war der Chefideologe des Kreml. Nachdem Putin für eine dritte Amtszeit zurückgekehrt war, bekam er einen sehr viel weniger einflussreichen Posten. Valentin Jumaschow, ehemaliger Stabschef unter Jelzin. Mit ihm hatte Jelzin kurz nach der Verkündung der Wahlergebnisse telefoniert. Im Jahre 2002 heiratete Jumaschow Jelzins Tochter Tatjana. Anatoly Chubais, einer der Architekten der Wirtschaftsreform in Russland, Führer der demokratischen rechten Fraktion im Parlament, Mitstreiter von Boris Nemtsov. Nach Putins erster Amtszeit waren die Demokraten nie mehr im russischen Parlament vertreten und gingen in die Opposition. Мне кажется, что специалисты, которые прогнозировали итоги, они
надо отдать им должное. Они вроде попадают. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты. Я должен сказать, что вот то, как шла предвыборная кампания, и то, как мне удалось ее выстроить, избавило меня от этой необходимости. От необходимости вводить в заблуждение огромные массы населения. Я слышу в свой адрес, что как бы я использовал в своей предвыборной кампании ситуацию, которая складывается на Северном Кавказе. Я не хочу монополизировать эту тему. Ну, я знаю, что я сделал. Я не хочу принижать свою собственную роль. Но я абсолютно адекватно стараюсь ее оценить. И знаю, что если бы не было консолидации всего российского общества, не было бы того положения, которое мы сегодня имеем на Кавказе. То вот эта тема, как бы, ну, давайте прямо, я готов это сказать откровенно. Ну, на меня играет немного, да? Я думаю, что, и хочу повторить еще раз, не считаю себя вправе эту тему монополизировать. Вы знаете, я не думаю, что я имею право принимать какие-то единоличные волюнтаристские решения. Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково и должны играть на общую цель. Есть, на мой взгляд, только одно средство – быть честным. Die Pressekonferenz war toll, einfach super. Was für Worte, man sollte sie aufschreiben. Gratuliere. Wir trinken was und gehen schlafen. Ja, wir müssen darauf anstoßen. Und wer gießt ein? Es kommt gleich jemand. Also wer bringt uns was? Dann bedienen wir uns eben selbst. Es gibt hier keine Bedienung. Wir bedienen uns selbst. Wir sind uns doch nicht so fein. Wir haben morgen um 10 eine Sitzung. Wo kommst du her? Aus dem Volk. Was ist das denn, das Volk? Das Volk sind wir, die Wähler. Leider können wir uns nicht alle hier versammeln, da in der oberen Etage sitzt noch jemand und in der Etage unter uns auch. Und da sitzen alle hauptsächlich an ihren Computern. Aber ihre Begeisterung ist sehr spürbar. Und ich bitte Dmitri Anatoljewitsch noch einmal allen zu danken, natürlich auch den hier Versammelten. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber tatsächlich war alles präzise geplant und strukturiert. Das beweist das Ergebnis. Sowohl auf dem Bildschirm als auch auf der Straße. Einfach alles war Schritt für Schritt sorgfältig aufgebaut und zielte genau auf das Ergebnis ab, dem wir uns nun anscheinend nähern. Deshalb möchte ich Ihnen allen danken und gratulieren. Das ist Ihr Erfolg. Aber das Hurra klingt schon etwas heiser. Wir sind alle müde, alle haben sich abgerackert. Aber jetzt kriegen wir neue Energie. Danke und bis morgen. Natürlich lief damals in der Wahlkampfzentrale der Fernsehsender NTV. Kaum ein Jahr später wurde der beste Fernsehsender des Landes zerschlagen und im Wesentlichen verstaatlicht.
Давайте, Татьяна Васильевна, давайте. Нет, Татьяна Васильевна, мы сейчас прервемся. Алим, я благодарю вас за ваши последние новости. Как-то появилась связь со студией в Нижнем Новгороде. Борис Ефимович, вы нас слышите на сей раз? Да, очень хорошо. Доброй ночи, Борис Ефимович. Erst jetzt, bei der Sichtung des Filmmaterials, höre ich, wie durch das frohe Stimmengewirr in der Wahlkampfzentrale des Siegers hindurch die Stimme Boris Nemtsovs aus dem Fernsehgerät hervorschallt. Heute stelle ich den Ton lauter. Ваша позиция поддержки или не поддержки Путина, напомните, какова же была ваша позиция в действительности? Во-первых, я принадлежу Союзу правых сил. Союз правых сил принял решение, вы знаете, это непростое решение, поддерживать Путина. Хотя вместе с Ириной Хагамадо мы воздержались. Второе, я считал и сейчас считаю, что для страны лучше было бы, если бы прошло два тура. Между первым и вторым туром фаворит гонки мог бы взять на себя обязательства, в первую очередь перед народом, и мы бы не в таком состоянии неопределенности, в котором мы находимся сейчас. Мы действительно не знаем программу экономическую Путина. Эту программу он не собирался обнародовать. И, видимо, она появится только после инаугурации. А это значит, что и для экономики страны, и для граждан страны ситуация полной неопределенности. То есть мы проголосовали сердцем, сами не ведая того, что с нами будет завтра. Das Morgen zieht sich über viele Jahre hin. Im Herbst 2015 wurde die Leiche des Millionärs Lesin mit Kopfverletzungen in einem billigen Hotel in Washington gefunden. Im Winter desselben Jahres wird Boris Nemtsov, der in die Opposition ging, direkt vor dem Kreml erschossen. Seltsam. Die Mehrheit derer, die für den Triumph Putins gearbeitet haben, und im Moment seiner Wahl Schulter an Schulter neben ihm standen, sind inzwischen in die Opposition gegangen oder wurden entlassen. Wie Alexander Woloschin, sein Stabschef. Und sogar seine Ehefrau Ludmilla, von der er sich scheiden ließ. Der einzige, der ihm noch geblieben ist, ist Dmitri Medvedev. Und eben der nahm zwischen der zweiten und dritten Amtszeit Putins die Stelle des Präsidenten Russlands ein. Wladimir Putins Weg an die Macht ging wie ein glühend heißes Messer durch die Butter. Und das Land hielt den Atem an, bereit, in Demut seinem neuen Führer zu folgen. Das Land wusste noch nicht, was eine Machtvertikale ist. Aber die Unterwerfung von allem und jedem, vom Parlament bis zu Wirtschaftsunternehmen unter diesem einen Mann, war im vollen Gange. Michail Chodorkowski saß noch nicht im Gefängnis, und der Fernsehsender NTV gestattete es sich noch, den Präsidenten zu kritisieren. Zum Beispiel, als das Atom-U-Boot Kursk verunglückte. Aber man konnte schon spüren, dass man sich mit diesem Präsidenten lieber nicht anlegt. Und das Gespenst der Vergangenheit kam mehr und mehr zum Vorschein und versuchte, in seine alte Position zurückzukehren. Bald darauf nannte Wladimir Putin den Untergang der Sowjetunion die größte geopolitische Tragödie des 20. Jahrhunderts. Und ich arbeitete weiter an meinem Film über den nunmehr gewählten Präsidenten und anschließend an einem über das Leben im Kreml. Scheinbar hatte sich während des ersten Jahres der Präsidentschaft Putins in unserer Lebenswelt nichts Wesentliches verändert. Es gab Veränderungen, aber nur in Details und Nuancen, die auf den ersten Blick keine Bedeutung hatten. Zum Beispiel erließ der Präsident ein Bundesgesetz, das der Armee die Flagge des Sieges über den Faschismus zurückgab.
Aber welche Flagge konnte man im Jahre 1945 über dem Reichstag hissen? Natürlich nur die rote sowjetische Fahne mit Stern, Hammer und Sichel. Und ungeachtet dessen, dass die russische Trikolore immer noch die offizielle Staatsflagge war, leistete das Kreml-Regiment seinen Eid bereits auf die rote Fahne unserer sowjetischen Heimat. Wir dachten an diese Zeit mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht, als wir als junge Rekruten in die Reihen des Präsidentenregiments eintraten. Natürlich zog mit dem neuen Präsidenten auch ein neuer Kreis von Vertrauten in den Kreml ein. Eine der zentralen Persönlichkeiten wurde der Regierungsbeamte Igor Sechin, den Putin noch aus seiner Zeit in St. Petersburg kannte. Genau diesem Sechin schrieb man eine zentrale Rolle bei der Beugung der Geschäftswelt unter den Willen des Präsidenten zu, aber auch bei der Inhaftierung von Michail Chodorkowski. Sechin wurde in der Folgezeit Leiter der Erdölindustrie, die auf dem Fundament von Chodorkowskis zerschlagenem Konzern aufgebaut wurde. Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян. В 17 году Клемансо приказал расстреливать в оставшихся частях каждого десятого. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер. Мы должны быть выше людских страданий. Тогда мы выполним свою миссию. Das Ergebnis meiner Arbeit war ein offizieller Film, den das staatliche russische Fernsehen im ersten Jahr von Putins Präsidentschaft ausstrahlte. Damals wurde er auch in vielen anderen Ländern der Erde gezeigt. Aber ich schäme mich auch heute nicht für das, was ich gemacht habe. Zumal der Film irgendwie gereift ist und vieles offenbart, was damals nicht spürbar war. Doch ich werde heute immer noch gefragt, ob da noch etwas verborgen blieb hinter den Bildern. Das stimmt, zum Beispiel dies. Sie haben die Kamera wieder eingeschaltet. Ja, natürlich. Zum Alltag der Menschen in Russland kann ich Ihnen etwas erzählen. Ich war gerade in Lensk und da sagt eine Frau mittleren Alters plötzlich zu mir, geben Sie uns unser altes Leben wieder, so wie es früher war, vor 20 Jahren vielleicht. Was soll man darauf antworten? Man kann nichts zurückholen. Man kann weder seine Jugend zurückholen, noch die Jahre, die vergangen sind. Mehr noch, wenn wir versuchen, in die Vergangenheit zurückzukehren, werden wir mit Sicherheit alles endgültig zerstören. Aber wir können etwas tun, damit es den Menschen nicht nur nicht schlechter geht als früher, sondern besser. Dazu sind wir in der Lage. Da wir jetzt gerade so vertraulich miteinander reden, muss ich Sie fragen, was da mit der Nationalhymne gelaufen ist. Das hängt mit dem zusammen, was ich eingangs sagte. Wir müssen das Vertrauen der Bürger in die Staatsmacht wiederherstellen. Und auch mit dieser Frau in Lensk, die gesagt hat, die Menschen sollen spüren, dass man ihnen nicht alles weggenommen hat. Wenigstens nicht alles. Sie muss nur noch ihr eigenes Leben zu Ende bringen, aber wir müssen doch weiterleben. Aber warum meinen Sie, dass wir jetzt nicht mit dieser Musik leben sollen, sondern mit einer anderen? Müssen wir denn, wenn wir die Nationalhymne von Alexandrow hören, unbedingt an den Gulag denken, statt an unsere Größe und an unseren Sieg im Zweiten Weltkrieg? Warum müssen wir diese Musik unbedingt mit den schlechtesten Seiten der sowjetischen Zeit verbinden? In diesem Gespräch über die Wiedereinführung der sowjetischen Hymne habe ich versucht, von Putin zu erfahren,
warum das Land überhaupt in eine Vergangenheit zurückkehren soll, die im Russland der Gegenwart noch immer nicht historisch ausgewertet wurde. Es wird kaum gelingen, irgendetwas zurückzuholen. Aber es war sehr wichtig zu spüren, dass es bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung eine gewisse Nostalgie gibt. Man darf den Menschen nicht alles nehmen. Das ist der moralische Aspekt dabei. Wissen Sie, wenn ich mich an meine Eltern erinnere, dann denke ich auch darüber nach. Die alte Hymne war ein fester Bestandteil ihres Lebens. Sollen wir denn alles mit Stumpf und Stil vernichten, als hätten sie nie gelebt? Das ist eine sehr grausame Einstellung zu unseren Eltern. Schon deshalb. Das Orchester unter Leitung des Regisseurs Nikita Michalkow und seines Vaters, der die Texte zweier sowjetischer Hymnen schrieb, rackerte sich an der Einspielung der sowjetischen und nunmehr russischen Hymne ab, mit der alten Melodie in der neuen, dritten Textbearbeitung durch Michalkow Senior. So war es, so ist es, so wird es immer sein, wir sind bereit. Was auch geschieht, so wird es immer sein, so ist es. Es muss schön harmonisch fließen. Hier kann man erkennen, dass das völlig überstürzt war. Und mit dem Text haben sie es eilig gehabt und mich gequält. Eine Version, noch eine Version. Für Stalin haben sie die Hymne zu den Glocken der Uspenski-Kathedrale eingespielt. Die ganze. Vor 100 Jahren. Aber wieso denn vor 100 Jahren? Wann ist nochmal Stalin auf Lenin gefolgt? Ja, wann war das? In welchem Jahr war das noch? In den 70ern. Oder in den 60ern? 70er irgendwas.
страна. Мы гордимся, сейчас вся страна. Цезура. Мы гордимся. А акцента речитативного там не было. Ein morgendlicher Anruf aus dem Kreml rief mich überraschend in das Arbeitszimmer des Präsidenten zurück. Guten Tag, sind Sie wieder mit Ihrer Knipskiste unterwegs? Vorsicht, sie ist an. Ich möchte mal ein offenes Wort mit Ihnen reden. Im Grunde genommen glaube ich, ich habe das Recht, darüber zu reden. Ich weiß nicht, was Sie sich für Ziele gesetzt haben. Ich möchte mich auf keinen Fall in den schöpferischen Prozess einmischen. Sie tun, was Sie für richtig halten. Das soll kein Versuch sein, Sie dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Ich möchte Ihnen nur meine Sicht auf die Dinge erläutern. Und Sie entscheiden selbst, ob Sie das verwenden oder nicht. Unser Gespräch über die Hymne. Das verstehen sehr viele nicht, leider. Aber es ist doch seltsam, dass das nicht verstanden wird. Ich weiß nicht, ob es mir gestern in unserem eher förmlichen Gespräch gelungen ist, Ihnen das zu erklären. Sagen wir so, der Hymne wieder die alte Melodie zurückzugeben, bringt jemandem, der politisch arbeitet, zusätzliche Pluspunkte auf der Beliebtheitsskala. Genauer gesagt, im Hinblick auf das Vertrauen der Bevölkerung. Es steigert das Vertrauen der Bevölkerung. Das ist notwendig, damit man etwas schaffen kann. Gestützt auf das Vertrauen der Bevölkerung. Was aber die Nuancen angeht, wie man das genau macht, darüber kann man und muss man natürlich diskutieren und dann die optimale Möglichkeit wählen. Wie stellen Sie sich eine Diskussion mit der Staatsmacht vor? Eine Diskussion mit dem Präsidenten? Ganz einfach, es gibt demokratische Mittel. Bezüglich der Hymne haben sehr viele Menschen eine Petition unterschrieben, sehr respektable Persönlichkeiten, das Gewissen der Nation sozusagen. Dieses Gewissen, das hat kein Gespür für die Tragödie, die das Volk erlebt. Es haben Menschen unterschrieben, die es spüren und die sie gewählt haben. Nun ja, aber nehmen wir mal an, ich muss jetzt bestimmte Entscheidungen treffen. Und da wird es sicher auch Menschen geben, die meinen, dass diese Entscheidungen falsch seien. Und darunter auch solche, die mich gewählt haben. Ich glaube, dass ich die Pflicht habe, absolut allen die Motive für mein Verhalten zu erklären. Und ich muss so handeln, wie ich es für notwendig halte. Das heißt, Sie befürchten nicht, einen Teil eben jenes Vertrauens zu verlieren, wenn Sie solche harten Entscheidungen treffen. Ich denke, es ist absolut klar, dass sie getroffen werden müssen im Interesse des Staates, unabhängig davon, ob sie positive oder negative Reaktionen hervorrufen. Und das muss man einfach verstehen. Man kann damit einverstanden sein oder nicht, aber man muss es verstehen, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Absolut. Sehen Sie, Sie schwanken schon. Nein, überhaupt nicht. Ich schwanke nicht. Wollen Sie, dass ich behaupte, ich würde schwanken? Nein, will ich nicht. Aber das ist eben genau die Frage, die man jetzt noch hätte außen vor lassen können. Wie die Frage nach Lenin im Mausoleum. Hätte man können. Man hätte auch das Arbeitsrecht außen vor lassen können, oder? Nein, das darf man nicht. Finden Sie das? Wieder andere finden, man sollte das Grundbesitzrecht in Ruhe lassen. Lass das in Ruhe, Finger weg. Also ist es nicht erforderlich, ein neues Grundeigentumsrecht einzuführen. Solche Leute gibt es auch. Und Sie meinen, von denen gibt es weniger als solche, die die Hymne nicht zurückhaben wollen? Politik ist die Kunst des Möglichen, richtig? Die Kunst des möglichen Kompromisses, so verstehe ich das. Ja, sicher. Aber das ist so eine nette Phrase, mit der man Pausen füllen kann, aber die kann man jedes Mal anbringen, wenn man eine Pause überbrücken muss. Aber Sie sagten doch, es sei ein Kompromiss. Nun ja, bis zu einem bestimmten Grad ist es ein Kompromiss. Es ist gewissermaßen ein Kompromiss, aber trotzdem sind es sinnvolle Handlungen, um diesen Zustand zu erreichen. Mit denen kann man die konkreten Aufgaben bei der Rekonstruktion des Staates und der Modernisierung der Wirtschaft erfüllen. Diesem Argument kann ich nur zustimmen. Sehen Sie, unsere Positionen nähern sich an. Nur diesem Argument kann ich zustimmen. Unsere Positionen nähern sich an. Und Sie sagen, man könne niemanden überzeugen. Ich weiß nicht, wozu Putin mir so lange seine Entscheidung über die Nationalhymne erklären musste, zumal er sie schon nicht mehr zurücknehmen konnte.
Gab es denn in seiner Umgebung niemanden mehr, der in der Lage gewesen wäre, ihm zu widersprechen? Macht es Ihnen nichts aus, dass Sie doch nicht alle von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugen konnten? Wissen Sie, es ist ja doch ganz unmöglich, alle zu überzeugen, leider. Das ist doch unmöglich. 140 Millionen. Man kann ja nicht mit jedem persönlich reden. Ich glaube, wenn ich mit jedem ein Gespräch führen könnte, dann hätte ich es schaffen können, im persönlichen Gespräch. Aber das ist eben unrealistisch. Ich möchte Sie nicht beleidigen, aber ich bleibe bei meiner Meinung, was die Hymne angeht. Schade. Am 31. Dezember 2000 ist genau ein Jahr vergangen seit dem Rücktritt Boris Jelzins und der Ernennung Wladimir Putins zu seinem Nachfolger. Самым искренним, пронзительно трогательным стало прошлогоднее появление Ельцина 31 декабря. Раньше так с россиянами не говорили никто. Сегодня последний день уходящего века. О, Gott, ich glaube, es tut mir jetzt schon leid. Я хочу попросить у вас прощения. Никто до Ельцина так умело не использовал повод, время и место. И вот за 10 минут до новогодней полночи граждан России поздравляет другой человек. 31 декабря 1999 года первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Но это уже начало совсем другой истории. А вот кадры, которые были сняты уже сегодня... Der Nachfolger lebte sich sehr rasch in seine neue Stellung ein und distanzierte sich immer mehr von seinem Schöpfer. Für Boris Jelzin gewann das Wort Familie ein Jahr nach seinem Rücktritt wieder seinen eigentlichen Sinn. Papa, deine Uhr geht am genauesten. 3 Minuten vor. Dann lass uns zuerst auf das alte Jahr trinken, auf das vergangene Jahr. Übrigens, das erste Jahr, das mehr oder weniger ruhig verlief. Seitdem ist die Schwermut der letzten 10 Jahre weg. Oh ja, Gott sei Dank, dass das vorbei ist. Liebe Verwandte, liebe Freunde, heute verabschieden wir das alte und begrüßen das neue Jahr. Ich bin überzeugt, dass es für unser Land besser werden wird. Es wird besser. Gleichwohl verabschieden wir das alte Jahr mit Wehmut. Denn es ist ja trotzdem gewesen. Es war schwer, Wanjeschka. Dem kleinen Wanjeschka ist noch alles egal. Es war schwer, aber es war. Wir haben es auf unseren Schultern getragen. Ich möchte, dass auch bei uns in familiärem Geist unter uns Verwandten die Einigkeit und Zusammengehörigkeit wachsen möge. Obwohl ich mich nicht beklagen kann. Hier ist alles in Ordnung. Bei uns gibt es keinerlei... Los, Wanjeczka, sag schon, ich höre dir zu. Auf das alte und das neue, auf das vergangene Jahr, auf das kommende Jahr, auf das neue Jahr. Ура! 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 Ура
С Новым годом! 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 Ты будешь есть? Или ты будешь гулять? Привет. Я же не ем, я только на кнопку ем. Куда не ткни. Везде. Und die Hymne haben sie ohne uns wieder eingeführt. Und nicht einmal der neue Text kann sie retten. Rot gefärbt. Genau dieses Wort, rot gefärbt, das die ganze Bitterkeit der Wiederbelebung der sowjetischen Vergangenheit enthielt, wurde für mich zum Zeichen des Abschieds. Jelzin starb im siebten Jahr von Putins Präsidentschaft. Hängt in unserem Land viel vom Präsidenten ab? In unserem Land hängt viel vom Oberhaupt des Staates ab, natürlich. Das Gesetz regelt die Funktionen des Präsidenten. Sie sind sehr umfassend. Und wenn sie richtig angewendet werden, können die Vollmachten des Präsidenten maßgeblich sein. In der Regel ist es mir gelungen, das, was ich geplant hatte, im Wesentlichen, die Ziele, die ich mir gesteckt hatte, auch zu erreichen. Was halten Sie von der universalen Vereinigung des Volkes unter der Führung des weisen, vorausschauenden und gerechten Wladimir Wladimirowitsch Putin? Ich spüre in Ihrer Frage eine gewisse Ironie. Alles, was wir seinerzeit als Überspitzung bezeichneten, hilft in diesem Sinne natürlich nicht weiter. Es fügt uns im Gegenteil einen gewissen Schaden zu. Und deshalb können uns all die Büsten, Denkmäler und anderen Elemente des Führerkults, die aus der Vergangenheit in unsere Zeit übernommen wurden, nicht frohstellen. Aber es ist sehr schwer, dagegen anzukämpfen. Fahren wir? Ich gebe zu, obwohl es das erste Jahr der Regierung Putins war, drehten sich schon damals alle meine Fragen um das Thema der Absetzbarkeit der Macht, imperiale Ambitionen, Führerkult. Obwohl es formal dafür keinen bestimmten Anlass gab. Und wenn man auf das hörte und das glaubte, was Putin damals sagte, dann musste man sich um die Zukunft Russlands keine Sorgen machen. Einfach aus dem Auto aussteigen und ein Glas Bier bestellen, das ist, wie Sie sich denken können, ziemlich schwierig. Weil man sich die ganze Zeit in großen Menschenmengen bewegt, die immerzu um einen herum sind, dann gibt es ein Problem mit dem Durchkommen. Wenn ich dann auch noch aus dem Auto steige und anfange, Bier zu trinken, ja, dann werden um mich herum Hunderte oder Tausende von Menschen warten müssen, bis die Kolonne vorbei ist. Daraus wird nichts Gutes. Das ist nur das einfachste Beispiel, aber so ist es mit allem. Aber das Bedürfnis haben Sie doch wenigstens. Doch ja. Ich hoffe sehr, dass es mir irgendwann gelingt, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Und ich hoffe sehr, dass ich irgendwann eine persönliche Zukunft haben werde. Und dass ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und das Leben eines ganz normalen Menschen führen werde. Das sind ja wunderbare Worte. Sie lassen einen gewissen Optimismus spüren. Wissen Sie, es ist wirklich so. In Ihren Worten spüre ich keine Ironie, und das ist richtig so. Ich sage Ihnen warum. Das ist wirklich wichtig. Damit kommen wir übrigens wieder auf Ihre Frage zurück, ob es nicht besser wäre, sich als Monarch zu empfinden. Erstens, das Leben von Monarchen ist ziemlich kompliziert. Ich hatte in den letzten Jahren sehr oft mit Monarchen in unterschiedlichen Teilen der Welt zu tun, bei offiziellen Besuchen, und ich kann Ihnen sagen, dass Ihr Schicksal mich nicht besonders inspiriert. Jedenfalls möchte ich nicht mit Ihnen tauschen. Denn ihr Leben ist schwer, voller Entbehrungen. Diese Menschen gehören nicht sich selbst, das ist ihr ewiges Schicksal. Und in diesem Sinne ist das Leben und das Schicksal eines gewählten Staats- und Regierungschefs meiner Meinung nach erheblich besser, weil es einem Menschen die Möglichkeit gibt, sich im Dienst für das Vaterland,
максимал zu verwirklichen. Aber gleichzeitig hält es ihm die Möglichkeit bereit, ein normales Leben zu führen. Nach Erfüllung der Dienstpflicht, nach Ablauf der Amtszeit. Gleichzeitig erinnert es ihn immer daran, dass diese Amtszeit irgendwann zu Ende geht. Erstens muss man dann das Leben eines normalen Menschen führen und daran denken, wie man bei uns immer sagte, dass man sich nicht für sein gelebtes Leben schämt. Dass man die Möglichkeit hat, in seiner neuen Lage den Menschen fest in die Augen zu blicken und nicht zu Boden schauen zu müssen. Es ist sehr wichtig, dass du begreifst, dass du irgendwann wieder wie ein normaler Bürger leben wirst. Und das, was du heute mit dem Staat machst und mit der Gesellschaft, damit wirst du in einigen Jahren als einfacher Bürger konfrontiert sein. Das ist ein ziemlich ernsthafter Ansporn, ein weiteres Mal gründlich nachzudenken, bevor man eine Entscheidung trifft. Und sich nicht von monarchischen Ambitionen leiten zu lassen, wenn man eine Entscheidung trifft. Ich lege jetzt die Kamera zur Seite und spreche ganz persönlich im Off. Wenn Sie genauso handeln, wie Sie jetzt reden, wäre das ein Unterpfand für eine würdige Zukunft, sowohl für das Land wie auch für Sie persönlich. Ja, aber ich sage Ihnen, es ging mir schon des Öfteren so, dass ich da saß und nachdachte, mich am Kopf kratzte und nicht wusste, soll ich so oder so? Warte mal, ja? Überleg dir genau, wie werden deine Kinder leben? Und wie werden die Kinder deiner Freunde und Verwandten leben? Und eben auch, wie wirst du dann selber leben? In was für einem Land wirst du später leben? Das ist eine ernste Frage, eine wirklich ernste Angelegenheit. Und darin liegt das Wesen der Vorzüge einer Demokratie. Genau deshalb, aber nicht nur deshalb, aber unter anderem deshalb, ist die Demokratie lebensfähiger und effektiver. Ich weiß gar nicht, was man in solchen Fällen sagt. Also dann, Hals- und Beinbruch. Wird schon schief gehen. Putin regiert Russland immer noch. Vieles ist im Laufe seiner Regierungszeit geschehen. Das Ende des Krieges in Tschetschenien und der Beginn des tschetschenischen Kriegs in Moskau. Die Olympischen Spiele und das Doping, die Krim und der Krieg in der Ukraine. Die Erhebung von den Knien und der Rauswurf aus der G8. Und dann gab es die Emigration, die Inhaftierung und den Tod derer, die versuchten, gegen Putin persönlich anzugehen. Und auch ich musste meinen Preis dafür zahlen, dass ich naiv dachte, ich sei nur ein Zeuge gewesen. Ich lebe heute nicht mehr in Russland. Aber das Leben hat mir, ja uns allen, bewiesen, dass schweigende Zustimmung aus Zeugen Mittäter macht. Also haben wir uns alle willentlich zu Geiseln eines Mannes gemacht, der uns eine helle Zukunft verhieß, die sehr stark an die finstere Vergangenheit erinnert.